einen wunderschönen guten Tag. Wir sitzen jetzt zu später Stunde in meinem neuen Spaßgefährt. Also ist ja so, wir haben ja, was heißt neuen, meinen neuen Spaßgefährt. Wir haben in der Firma immer Zugfahrzeuge. Jeder weiß, dass wir einen Hol- und Bring-Service in der Firma haben. Das heißt, wir holen auch Autos bei euch ab und bringen die zurück. Holen wird meistens noch berechnet, bezahlen aufgrund der Tatsache, wenn wir ein bisschen länger brauchen, dann ist das quasi meine Mitgift. Aber im Regelfall holen und bringen wir Autos durch ganz Deutschland. Und wenn es sein muss, auch durch Europa. Und wir haben halt gesagt, okay, wir hatten früher so einen Dodge Ram Van, 5,7 Liter V8 Sauger, Benziner, hat entspannte 25 Liter durchgelassen. War dann irgendwie nicht so die Waffe, das Auto war cool. Es war mega geil, es war super auffällig, ich bin es auch sehr, sehr gerne gefahren. Ich muss aber dazu sagen, dass wir sind innerhalb von einem Jahr 72.000 Kilometer drauf gefahren und dann ist es halt auch ein bisschen Geld, dass da ein Sprit durchgeht. Und wir haben den gekauft mit 56.000 Kilometer und haben den mit etwas über 120 verkauft. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also vielleicht 126.000 Kilometer. Da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt kriege ich noch Geld für das Ding. Hab den einen Tag inseriert gehabt, hat 60 Anfragen, haben verkauft. Und hab mir zeitgleich direkt einen Nissan NV300 oder so, einen Nissan-Bus bestellt. Ich sag, okay, der ist ein bisschen spritzsparsamer und der ist vielleicht auch ein bisschen praktischer. Lass doch das Ding benutzen. Und dann sollte der Bus kommen im August. Dann sollte der Bus kommen im September. Und dann sollte der Bus immer weiter nach hinten kommen. Also man denkt fast, der wird bei SPS gebaut. Und ja, da habe ich gesagt, okay, ich brauche eine Lösung, weil wir haben es dann immer am Anfang, ich sage mal so salopp gesagt, Fahrzeuge zum Ziehen zusammengeklaut. Also dann wurde mal hier das Auto genommen, da wurde mal das Auto genommen, da wurde mal hier eins aus dem Auto ausgenommen. Und das war aber einmal mit dem Mazda 5 ausgeliefert. Genau, wir haben einmal mit dem Mazda 5 sogar ausgeliefert, das war echt mies. Und da habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Also das ist keine Dauerlösung so mit dem Auto. Das bringt nichts. Dann habe ich angefangen, mich ein bisschen zu beschäftigen. Ich wollte dann erst einen Nissan Navara kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, ich mag Mazda, ich lebe Mazda, ich finde Mazda geil, lass doch so ein BT50 nehmen. Da haben wir so ein BT50 gesucht. Wir haben drei gekauft. Das ist jetzt den wir haben. Der erste, es klingt jetzt lustig, ist aber eigentlich gar nicht, habe ich gekauft in Euskirchen und der ist weggeschwommen. Also der ist wirklich dem Unwetter zu tragen gekommen, dann ist der weggeschwommen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe einen zweiten. Den habe ich gekauft irgendwo in Hessen. Da war aber kein Unwetter, gar nichts, sondern da war prinzipiell, haben den gekauft für 6.850 Euro. Und 40 Minuten später ruft der Verkäufer an und gesagt, er hat jemand gefunden, der für 7.400 jetzt bieten würde. Deswegen würde an den, der mehr bietet, nachdem wir sogar schon einen Kaufvertrag hatten, würde er das jetzt verkaufen. Der eine andere hat gesagt, ja, du hättest das Auto ja klagen können, hast nicht, aber da habe ich keinen Bock drauf, ist ja gut, scheiß der Hund drauf. Fand es irgendwie relativ frech von dem Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das andere Thema war, ich hatte das Geld schon bar da liegen und war dann auch schon eigentlich so in Kaufstimmung, weil die anderen waren auch alle so in dem Preis. Dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, scheiß der Hund drauf, kaufst halt einen anderen. Und dann haben wir den nächstbesten BT50 rausgesucht, auch so in der 6.000 Euro Preiskategorie. Man muss ein bisschen bedenken, die Autos sind nicht günstig, obwohl die 180 oder 200 auf der Uhr haben. Naja, auf jeden Fall haben die immer so um die 150 bis 200 gelaufen, da kosten die echt ein bisschen Geld, sind wirklich nicht günstig, dann gibst du schon so deine 6 bis 8 aus. Dadurch, dass wir mal ein bisschen mit den Autos uns auskennen, habe ich gesagt, das ist kein Problem, die Motoren sind echt grundauf robust, die Getriebe sind auch sehr robust, habe ich gedacht. Und an sich ist das Auto wirklich ein gutes Auto, die haben wenig Probleme, wenn man da ein bisschen drauf aufpasst, dann ist es kein Thema. Ich wollte die ganze Zeit immer einen schwarzen haben, ihr habt vielleicht mitbekommen, alle unsere eigenen Fahrzeuge werden gerade schwarz oder sind schwarz. Und naja, da habe ich ein bisschen drauf beschränkt. Gut, der kam dann, der war silber. Ich schicke dir gleich mal Bilder von dem Gerät, da kannst du es einblenden. Und naja, dann habe ich gesagt, also so ein silberner Pickup an meinem neuen schwarzen Anhänger, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Ich hätte dann schon irgendwie ganz gerne das alles ein bisschen in geil. Und naja, dann haben Thomas angerufen, Pickup muss foliert werden. Meine Mutter direkt sich aufgeregt, jeder in der Firma, was muss man das alles jetzt schon wieder folieren? Am Ende des Tages muss ich sagen, es sieht gut aus. Ne? Also wenn du das Ding jetzt so siehst, das Hardtop ist noch nicht drauf, aber dann sieht es schon echt geil aus. Und ja, dann so kam das mit dem neuen Zugfahrzeug. Es ist ein 2,5 Liter Diesel. Das Gerät hier hat jetzt gelaufen 185.000. Ich denke mal so bei, weiß ich nicht, 280 oder so, wenn wir mal den Motor machen. Das Getriebe, da komme ich jetzt gleich zu, das
Ist ja auch so, ihr müsst euch vorstellen, wenn man, eigentlich wüsste man es besser. Also wenn man den ganzen Tag mit so Autos sich beschäftigt, dann fährt man ja eigentlich auch so ein Auto anschauen und weiß, was man da kauft. Bei mir ist es dann meistens so, ich habe das gesehen, dann schicke ich jemanden hin und sage, kannst du mir den mal holen? Das war dann bei dem Auto hier genauso. Hab den da hingeschickt, hab gesagt, okay, kannst du mir den mal holen? Das haben wir dann genauso gemacht, haben das Auto geholt und dann hat man halt das Auto hier gesehen. Es war halt dann so eine nachgesprayte Spachtelbombe. Das ist ja prinzipiell immer noch, aber mit Folie drüber. Ja, wir mussten Fußräume an zwei Stellen schweißen, vorne die Holme mussten wir schweißen. So Autos, das ist auf jeden Fall mal ein Baustellenfahrzeug gewesen. Also der Innenraum wurde auf jeden Fall mal gut aufbereitet, aber jetzt nicht so gut, dass man sagt, er ist sauber. Also mein Handy ist mir eben gerade zwischen Sitz und Mittelkonsole gefallen. Und ich bin mir sicher, ich habe alle Krankheiten. An der Hand. An der Hand. Und mit dieser Hand kann ich Corona abwehren. Nur durch die Krankheiten, weil die sind schlimmer. Also das Ding hat auf jeden Fall gelebt. Also ich will nicht wissen, weil da ist richtiger Matsch. Also ich will nicht wissen, wie das Ding ausgesehen hat. Und das ist halt so mein Punkt, wo ich halt mittlerweile sage, da hätte man vielleicht ein bisschen besser achten können. Aber ich hoffe, dass er wirklich nur 185 gelaufen hat, weil dann war es eigentlich in Ordnung. Weil dann war er halt von außen nicht ganz so die Waffe. Hat hier und da ein paar Schönheitsmacken, aber er hat halt nicht viele Kilometer drauf, in Anführungsstrichen. Ne? Und die Felgen waren ja eh schon gekauft. So, die Felgen hatten wir ja auch schon. Jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, dass bevor das Auto eigentlich wirklich da ist, sind schon Felgen da. Und ja, also von außen sieht das Ding schon, ich finde es Porno. Also gibt ja sicherlich gleich ein Porn von dem Ding mit Anhänger. So, und auf jeden Fall, wenn ihr das Ding auf der Autobahn seht, ihr könnt es schön taggen mit SPS on Tour. Und für jeden Tag, den ihr in der Instagram-Story seht, wenn ihr das Ding seht, also das Gespann, wir werden das auch nochmal aufs Hardtop auch draufkleben, gibt es einen 10 € Gutschein aus dem Webshop. Also das ist eigentlich eine ganz coole Nummer. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr das Ding irgendwo seht, weil man kann es eigentlich kaum übersehen, dann, ja. Zählt das auch, wenn wir jetzt an der Rennstrecke sind, nee, und der da steht? Nee, dann ist doof. Dann ist doof. Also wenn, muss man ihn schon irgendwie beim Fahren sehen, weil, wie gesagt, wir fahren so 100.000 Kilometer in etwa im Jahr durch die Weltgeschichte. Ja. Also wir haben auch quasi Arten Bring- und Hol-Service, das zum einen, dann wenn ein Kunde ein Problem hat mit dem Auto und das muss wieder zu uns geholt werden, das wird alles mit den Autos erledigt und deswegen kriegen die natürlich auch ein bisschen Kilometer drauf. Ja, ja. Wenn man so ein Auto kauft, könnten ein Kaufberatungsvideo mal für Mazda 5 und BT50 machen. Jetzt langsam kenne ich mich auch damit ein bisschen aus. Fahrt mit dem Auto mal auf die Autobahn, weil es gibt eine technische Information von Mazda, dass der fünfte Gang rausspringen kann. Und ich habe mein Vater noch geredet und sagte, hey, das ist letzte Serie, das müssen die gemacht haben. Wie oft ist er heute rausgesprungen, der fünfte Gang? Ja. Ja, also er hüpft auf jeden Fall sehr gerne raus. Ja, ist nicht so geil, muss man irgendwie, also wir müssen auf jeden Fall das Getriebe rausholen, das überholen, dass der fünfte Gang auch drin bleibt. In dem gleichen Zug machen wir die Kupplung mal neu. Ja, sonst zum Aufbau, es sind 17 Zoll Stahlfelgen drauf mit 285 70 17. Das ganze Ding ist durch die Reifen 5 cm höher und dann nochmal durch andere Blattfederpakete und vorne geänderten Drehstab nochmal 9 cm höher. Also insgesamt 14 cm höher und das ist schon ganz schön hoch. Also so, wenn man so normalen BT50 daneben stellt, dann ist es auf jeden Fall eine Ansage, das kann ich euch sagen. Das ist eine normale BT50, eine Limousine. Ja, ja. Aber so finde ich es auch cool. Was war denn noch? Das weiß ich auch nicht. Weil wir haben ein ganz neues Geräusch gerade. Das hatte ich bisher noch nicht, dieses Hupen. Aber... In 500 Meter rechts abbiegen. Auf die Straße. Aber Lappen sind alle gut. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht kommt es wieder. ja, und das ist halt das Krasse. Wir fahren, also wir sind von Augsburg letzte Woche mit dem Ding zurückgefahren, 9,5 Liter. Und jetzt mit Anhänger bin ich jetzt so 180 Kilometer gefahren und ich habe immer noch weit über, also weit über die Hälfte. Also ich denke, wir kommen mit Anhänger so mit 11,5 Liter Verbrauch hin und ohne Anhänger waren es so 9,2. Also muss man echt sagen, das ist echt top. Dafür, dass das Ding ja auch kein Neuwagen ist, finde ich, geht die Kilometerlaufleistung echt voll klar. Ja gut, es ging ja jetzt die ganze Zeit bergab, ne? Jetzt kann es auch ein bisschen nach Bremse riechen. Hotel zum Ziel. Ja. Ja, also so viel zum Thema, was hat sich bei uns getan. Und wie gesagt, ich mag das Ding richtig gerne.
Und ich finde es auch richtig geil. Also wie gesagt, ich bin ja aktuell, der eine oder andere hat das mitbekommen, ich bin so ein bisschen auf so einem Geländewagen-Trip hängen geblieben, habe mir so einen Land Rover gekauft, den verkaufe ich auch aktuell. Davon habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung, dass ich da sagen könnte, ich könnte eine Kaufberatung machen oder sonst was. Ich habe ein bisschen was dran gemacht, habe ein bisschen was angelesen, habe den Ingo in der Kundschaft, super netter Kerl, der mir da mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, gesagt, Jan, das musst du machen, da musst du nachgucken, hier musst du nachgucken. So konnte ich das Auto halt ohne Wissen echt cool machen. Aber der BT50, jo, der, da wissen wir jetzt ein bisschen was drüber und ich fahre es wirklich gerne. Also wenn ihr von uns abgeholt werden wolltet, standesgemäß schwarzer Anhänger, schwarzer fetter Mazda Pickup, dann easy, dann ist das hier eure Einladung quasi. Und ab zum Porn in diesem Sinne. Ciao.